ist so das. Ne? Ja, die danken mich, Freunde. Ja. 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 Ja, Freunde, erstmal ganz recht herzlich willkommen, Alter. Nein, Freunde, gleich vorneweg. Mein Name ist Rolf Klemmer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Gräbenmuster, ne? Aber heute, ja, Freunde, bitte. Nein, jetzt beruhigt euch. Haftet nicht. Es haftet nicht, weißt du, das ist alles locker. Ich war beim Zahnarzt, aber mir das auch. Versteht ihr mich einigermaßen? Ja, pass auf. Ich bin heute, in einer anderen Funktion hier. Ich bin nämlich auch der Tourmanager von dem Spaßclub. Da, ja. Oh, ich habe wieder Schnappatmung, merkst du? Pass auf, Freunde. Und ich war gerade hinter den Kulissen gewesen. Und wir haben die Abrechnung für die Abendkasse gemacht. Und siehe da, es fehlen heute Abend in der Abendkasse 42,60 Mark. Das ist kein kleiner Fisch, das sind in Euro knapp 180 Mark. Und ja, nur komm! Jetzt konzentriert euch bitte mal. Konzentriert euch! Ich habe so ein Hals! Beruhigt euch. Es heißt also, es sitzt hier heute Abend einer hier in der Lichtburg, sitzt einer mit seinem dicken Hintern auf einem Platz drauf, wo er gar nicht drauf gehört. So, wir haben zwei Möglichkeiten, aber so Kreislauf, weißt du? So, also wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Corpus Detecti, der meldet sich jetzt freiwillig, oder aber ich muss diese kleine Massenveranstaltung hier heute Abend mal abblocken. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt weißt du Bescheid. Nein, ich lasse mich nicht verarschen. Kerl, muss ich hier runter. Ich habe Rücken, ich habe alles. Die ganzen alles hier erledigen. Weißt du, Vorsicht! Kerl, so, jetzt machen wir doch mal. Oh, hier sitzt aber auch ein lecker Schätzelein hier vorne. Guten Abend, ich bin der Horst Klemmer. Weißt du? Ich habe noch ein bisschen feuchte Hände. Ich war gerade auf dem Klo. Hab sie mir aber nicht gewaschen. Nee, pass auf. Also, Freunde, beruhigt euch. Pass mal auf. Jetzt wollen wir das Pferd mal von hinten aufräumen. Wer von euch verdient mehr an 630 Euro im Monat? Ja, nur komm. Jetzt meine Butter bei. Haben Sie da eine Brosche oder hab ich sie jetzt angerotzt? Nein, pass auf, jetzt beruhigt euch, Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wir werden jetzt das rausfinden. Wer von euch, liebe Freunde, haben wir heute Abend hier zufälligerweise einen Beamten sitzen? Ihr könnt auch gerne draufzeigen oder denunzieren. Das soll mir alles recht sein. Meistens erkenne ich die auch so oder so am drömmeligen Gesichtsausdruck und alles. Hier ist auch schon so eine ganze Reihe mit Drömmelköpfe hier vorne. Schätzelein, lässt du mich mal durch, eben? Ja, lass mich mal durch. Ja, auch so ein Häschen hier vorne, ne? Ja, sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge frei. Schwer! Nein, weißt du, ich meine nur. Schätzelein, ach so viel hier. Ja, so. Zu Ihnen wollte ich. Wer sitzt hier? Sie sind der Herr? Kran. Herr Kran, wenn Sie heute angekommen sind. Herr Kran, pass mal auf, Sie sind ein verständiger Typ. Wenn Sie heute Abend einmal die gesamte Verhandlung, wenn Sie die im Stehen verfolgen, ja, dann ist Ihr Platz ja praktisch nicht besetzt. Es ist keine Mehrwertsteuer drauf, Einkommensteuer drauf, Vergnügungssteuer sowieso nicht. Wenn der Herr Kran steht, hat er keinen Spaß, ne? Und wenn Sie Glück haben, Herr Kran, geht ja heute Abend so eine Essener Oma früher, weil sie dicke Füße hatte, oder was das weiß. Herr Kran, pass auf. Ja, jetzt, du bleibst jetzt noch einmal. Oh, jetzt wäre beinahe, raus. Man lacht nicht über ihr Bisträger, Kerl. Hätt beruhigt euch. Herr Kran, du bleibst jetzt noch einmal sitzen.
Und ich sage, wenn es losgeht, und dann schön bitte aufstehen, ja? Dass wir hier das Platzgeld sparen. So, jetzt nehmen wir hier die Quanten wieder an der Seite. Freunde, ich war gerade bei unserem Kunden, war ich hinten in der Garderobe gewesen. Und ihr habt Glück. Er hat heute Abend nichts getrunken können. Das heißt, die Veranstaltung kann im Prinzip ordnungsgemäß durchgeführt werden. Gestern haben wir in Gütersloh gespielt, da war es nicht so toll. Da hat er nur 30 Minuten gemacht, eine Notzugabe. Es lag aber auch gestern an Leute, die in der ersten Reihe saßen. Hör mal, da saßen gestern ein paar Vertreter, da fiel dir aber gar nichts mehr zu ein. Ach du liebes Bisschen. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, hör mal, oder? Ihr seid doch gerade einen Spaß hier mit mir am Machen. Wer seid ihr denn hier? Anonyme Selbsthilfegruppe oder wer seid ihr? Von der Sparkasse hier seid ihr doch. Aber hier vorne sitzt ein Schätzelein, hier sitzt eine wilde Maus. Ich bin der Horst, wunderschönen guten Abend. Sie sind die Frau, wie heißen Sie? Wie heißen Sie, Schätzelein? Tatjana. Mit Nachnamen? Mauren. Frau Mauren, die Frau Mauren sitzt hier. Wer weiß, ob Sie heute Abend nicht noch auf der Bühne landen, Frau Mauren? Ich weiß es. Ich weiß sogar, um wie viel Uhr. Die Frau Mauren, weißt du? Hier sitzt sie, die weiß ja noch. Frau Mauren. Ja. Frau Mauren. Sind Sie schon ein bisschen nervös? Ja? Dann reißen wir das gefährlich zusammen, Frau Mauren. Freunde, es geht jetzt gleich los. Ich habe eine Bitte an euch, liebe Frau Mauren, für den Fall, dass das heute Abend hier am Brennen anfängt. Ja? Wenn ihr bitte mittig eine Gasse bildet, lebendigen Teppich drüber, dass der Künstler hier schnell raus kann. Na, mir braucht ihr nicht zu rufen, ich bin dann sowieso weg, ich habe Kreislauf. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt alle einen feuchtfröhlichen Abend von und mit Herpes Ferkeling. Los geht's, Herr Kran, Sie können aufstehen. Herr Kran, komm. Frau Mauren, ne? Herr Kran, komm in die Pötte. Ja, weißt du, ich meine ja nur. So, Freunde. Ja. Herr Kran, aufstehen! Ja. Weißt du?